Mit dem Schnee kommt auch der Stress in den Harz. Meine arme Mitarbeiterin hängt schon im Ort fest. Und keiner hilft ihr. Würdet ihr einmal absichern das Ganze? Wo ist denn die Frau? Polizei und Retter sind im Dauereinsatz. An Liften und auf Skipisten herrscht Hochbetrieb. Der Ski ist so rübergelaufen und dadurch hat sich noch die Schnittverletzung zugezogen. Damit Urlauber Spaß im Schnee haben, geben die Einheimischen alles. Von früh bis spät. Es ist mitten in der Nacht. Kein Skifahrer denkt jetzt an Abfahrten. Kevin John schon. Mit seiner Schneeraupe ist er seit einer Stunde auf der Piste am Boxberg im Harz. Hier laufen 10 Schneekanonen auf höchster Stufe. Die Turbinen mischen Luft und Wasser. Bei Kälte gefriert alles zu neuem Schnee. Ich muss den Schnee umwälzen. Nicht, dass ich immer denselben Schnee oben habe, sonst verharscht er. Seit gestern Abend schon laufen die Kanonen. Damit immer frischer Schnee oben ist. Um Mitternacht hat es angefangen, leicht zu schneien. Jetzt müssen Neuschnee und Kunstschnee vermengt werden. Damit kriege ich jetzt auch alle Buckel raus. Das sieht dann aus wie ein frisch gemachter Kuchen, sozusagen. Bislang war hier noch nicht an Skifahren zu denken. Heute aber soll die Saison richtig starten. Kevin John und Kollege Klaus-Peter Kunze werden bis zum Morgen zu tun haben. Um 9 Uhr öffnen die Pisten. Zuerst muss aber noch die größte Schneekanone auf der Familienabfahrt an einen anderen Platz. Das Problem, die Kabel. Die Schneekanone hat unten drunter ein Überdruckventil. Wenn die Ventile öffnen, dann schießt da immer unten ein bisschen Wasser raus. Und das läuft dann einmal über den Schnee und dann friert das alles ein. Dann kriegt man die Kabel so schlecht raus. Es gibt Stellen, da liegt noch nicht genug Schnee. Auf der Piste muss er insgesamt 30 cm hoch liegen. Wir stellen immer die Schneekanonen so, wir werfen immer so kleine Haufen, dass wir dann so eine Grundbeschneiung haben. Und dann stellen wir die um und füllen dann eigentlich nur noch auf. Fertig? Ist frei. Ohne technische Beschneiung ist im Harz Skifahren kaum mehr möglich. Die Winter werden immer milder. Auf den Abfahrten sind für die Beschneiungsanlage Schächte im Boden eingebaut. Dort liegen Wasserleitungen für die Schneekanonen. Doch genau dort das nächste Problem. Der Wasseranschluss ist undicht. Der Schacht wäre ungefähr in einer halben Stunde, Viertelstunde vollgelaufen mit Wasser und würde uns die ganze Elektrik kaputt machen. Wenn einer unter Wasser steht und da kommt und passiert dann Kurzer, dann ist die ganze Anlage futsch. Hier ist der Dichtring kaputt gegangen. Das heißt, wie aus dem Wasserhahn kommt jetzt hier an der Seite Wasser raus, was natürlich nicht sein darf. Ohne Beschneiung bleibt die Piste dicht. Jeder Schneetag ist extrem wichtig. Nur an diesen Tagen wird richtig Geld verdient. Klaus, brauch einen Ohrring. Ein Ohrring bitte. Ein Ohrring? Ein kleiner Dichtring ist eine große Hilfe. Bitte schön. Danke. Glück gehabt. Das Pistenteam hat das Leck gerade noch rechtzeitig bemerkt. So, Dichtung ist drinne. Jo. Okay. Die Beschneiungsanlagen müssen große Kräfte aushalten. Wenn man das mit der Feuerwehr so ein bisschen vergleicht, die arbeiten ja teilweise beim Löschen mit 16, 20 Bar. Und wir arbeiten hier schon mit 39 bis 41 Bar. Zwei Liter Wasser werden pro Sekunde durch die Leitungen gepresst. Die Schneekanonen schießen den Kunstschnee bis zu 90 Meter weit auf die Piste. Der ist viel fester von der Struktur her, hält auch länger. Also wenn da Regen drauf kommt, der hält länger durch als normaler Schnee. Das ist hier alles natürlicher Schnee. Der ist viel weicher und der schmilzt auch sofort in der Hand. So, dann fahren wir jetzt zur nächsten Kanone.
Es bleiben nur 3 Stunden, bis der Skibetrieb startet. 6 Abfahrten müssen dann fertig sein. Für das Pistenteam ein Wettlauf mit der Zeit. Kilometer entfernt in Braunlage. Neben der Mittelstation der Seilbahn liegt das Rodelhaus. Die Chefin ist Judith Bothe. Sie wohnt im Winter hier oben, in einer Höhe von 720 Metern. Ihre Mitarbeiter nicht, die müssen aus dem Tal auf den Berg, um zur Arbeit zu kommen. Fast alle sind da, bis auf den Koch und eine Kellnerin. Auch? Ach du Schande. In der Nacht gab es auch hier Neuschnee. Viele Straßen sind dicht. Ja, es geht schon voll los. Meine arme Mitarbeiterin hängt schon im Ort fest. Und keiner hilft ihr. Muss ich die ein bisschen beruhigen. Geht nicht dran. Vielleicht wird sie ja schon gerettet. Genau, jetzt geht stressig los. Wenn sich natürlich die Mitarbeiter festfahren, das ist... Jetzt müssen wir in den Lader steigen und sie holen. Aber jetzt geht sie gerade nicht ins Telefon. Vielleicht hat sie schon Hilfe bekommen. Rund ums Rodelhaus liegt der Schnee 50 cm hoch. Alles sieht nach einem sonnigen Wintertag am Berg aus. Judith Bothe will deshalb Gaststätte und Kiosk schnell öffnen, um kein Geschäft zu verpassen. Dirk Schwertheim, genannt Schwerti, ist für den Kiosk verantwortlich. Er weiß, bei der Kälte freuen sich alle auf heiße Getränke. Nein. Ich sehe schon, was ist denn hier los? Ja. Schwerti, was ist los? Ja, Glühwein. Eine Leitung ist geplatzt irgendwie. Knall gegeben, abgeplatzt, ausgelaufen. Jetzt gerade? Eben gerade, ja. Hat innen drin eine Leitung abgeplatzt sein. Es hat einen Knall gegeben. Also ich habe ausgeschaltet. Nicht gefroren? Nichts gefroren, nee. Am Gerät wird eine Leitung geplatzt sein. Wenn du es jetzt anmachst, läuft sie unten wieder raus. Ja, hier läuft es schon. Ne? Und dann kommt das. Das raus. Also im Gerät kaputt. Schöne Sauerei hier. Ja. Ja, das bedeutet, dass wir jetzt keinen heißen Kinderpunsch haben. Ne? Erstmal. Dass wir es reparieren müssen, ist schlecht. Ist nicht so gut, weil das ist ein wichtiges Getränk, ein sehr wichtiges Getränk. Dann müssen wir vielleicht gucken, ob wir die andere Maschine noch aktivieren können. Jetzt muss schnell eine Lösung her. Zum Glück ist die Kellnerin inzwischen da. Und der Koch? Der musste die Seilbahn nehmen. Hallo. Morgen, Judith. Also unten ist schon der blanke Wahnsinn. Ne? Auf dem Großparkplatz, da stehen sie bis zum Blockhäuschen, beide Kassen. Hexenritt werden sie wahrscheinlich dicht machen. Ich war ja schon einmal oben gewesen, musste wieder umkehren, weil ich keinen Parkplatz gekriegt habe. Also? Stressiger Tag. Action. Action pur heute. Action. Der Parkplatz an der Talstation Braunlage füllt sich von Minute zu Minute. Dabei ist es gerade erst 9 Uhr. Für Marcel Huth und Martin Schulze von der Polizei Oberharz bedeuten Schneetage vor allem sehr viel Arbeit. Heute sind 10 zusätzliche Beamte im Einsatz. Sie müssen den Verkehr lenken, Parkplätze sichern. Wenn es geschneit hat, kommen die Touristen in Scharen. Die anderen haben Spaß, den sollen sie aber auch haben. Und wir dürfen dann am Wochenende halt ein bisschen verstärkter Dienst machen. Das ist dann aber halt so. In Hahnenklee fährt eine besondere Bahn. Sie ist schon 50 Jahre alt. Jeden Morgen muss Betriebsleiter Uwe Hartwig 40 Kabinen auf die Stahltrasse der Seilbahn hängen. Jede Gondel einzeln. Über Nacht parken sie in der Talstation. Damit uns keiner klaut. Nein. Das Seil abends wird frei gemacht. Dass die jetzt über Nacht nicht auf dem Seil hängen, es ist eigentlich kein Problem, könnte man machen, aber es kann Sturm geben, es kann Blitzschläge geben, es kann alles Mögliche geben und dann ist das nicht so gut. 30 Mitarbeiter arbeiten im Skigebiet. So, Medi, komm, du kommst mit. Du bist am Coaster mit. Okay. Und einstempeln, hast du schon eingestempelt? Na dann, zack, Attacke. Einige Kollegen müssen auf den Berg, an die Lifte und in die Gastronomie. So, geht sofort los, ne? Ja. Jörg, du fährst erst Bergstation. Du weißt Bescheid. Carina weiß auch Bescheid, ne? Okay. So, Medi, einsteigen. Die ersten Mitarbeiter haben einen der wichtigsten Jobs. Bevor Touristen in die Seilbahn dürfen, erfolgt täglich ein Sicherheitscheck.
Auf dem Weg auf den Berg werden alle 8 Pfosten, über die die Gondeln fahren, kontrolliert. Ob die Seilrollen alle laufen, nicht, dass man, es kann manchmal passieren, dass einer einfriert. Die müssen alle freigängig sein. 3 okay. Ja, es gibt keine schlimmen Fälle. Es gibt halt, sagen wir mal, einen Stromausfall. 4 okay. Totaler Stromausfall. Das heißt, wir müssten dann den Notantrieb in Betrieb nehmen. Das ist so ein VW-Käfermotor. Aber ist, seitdem ich hier bin, noch nicht vorgekommen. Und das sind über 10 Jahre. Die Seilbahn Boxberg selbst ist eine der ältesten im Harz. Uwe Hartwig ist quasi Mädchen für alles. Der Rettungsschlitten für die Sanitäter muss auch noch auf den Boxberg. Die Familienabfahrt ist mit 1,5 Kilometern die längste Piste. Schon Minuten nach Öffnung sind die ersten Skifahrer da. Der Boxberg ist das zweitgrößte Skigebiet im Harz. An Tagen wie heute werden die Pisten richtig voll. Ja, das ist schon irgendwo so ein bisschen auch mit Herzklopfen verbunden. Das ist schon ein unruhiger Tag. Man ist auch froh, wenn man abends dann irgendwo Feierabend hat. Und es ist alles gut gegangen. Aber ja, wir denken immer positiv, es passiert nichts. Und ja, steck's nicht drin. Im Harz gibt es rund um den Brocken 15 Skigebiete. Zudem etliche Rodelpisten, Langlaufloipen und Wanderwege. 800.000 Übernachtungsgäste wurden im letzten Winter gezählt. Dazu kommen bei guten Schneebedingungen wie heute tausende Tagesgäste. Das Mittelgebirge zählt im Winter zu den beliebtesten Reisezielen im Norden. Die Polizei Oberharz ist unterwegs zu einem Notfall. Marcel Hut und Martin Schulze sollen einen vermissten Wanderer suchen. Weit kommen sie nicht. Verkehrsunfall. Glatt. Oh. So, Vorsicht, ist sehr glatt hier. Wir kommen auf einen Verkehrsunfall gerade zu. Ich gehe mal raus, kläre das ganz kurz. Hallo, da ist gerade ein Verkehrsunfall gegeben. Ja. Passen Sie auf, es ist arschglatt hier. Ja. Würde ich den Arm absichern, das Ganze? Wo ist denn die Frau? Da im Auto, halt einen Schock. Oka für den 3070. Oka. Ja, wir müssen die Anfahrt abbrechen. Sind auf einen Verkehrsunfall auf der B242 zugekommen. Kollegen übernehmen die Vermisstensuche. Hut und Schulze bleiben beim Unfall. Können Sie raus? Wir haben erst mal gewartet, dass noch ein Helfer kommt. Wollen Sie raus? Ein bisschen unter Schock. Haben Sie Schmerzen? Haben Sie Verletzungen irgendwo? Was? Kopfbewegung, sonst nichts? Nein. Wollen Sie erst mal ins Warme kriegen? Gut, dann würde ich sagen, ziehen wir Sie halt in die Tür. Geht es? Treten Sie mit ein bisschen. Aber schon. Die Frau ist bei Bewusstsein. Auf den ersten Blick hat sie keine äußeren Verletzungen. An der Unglücksstelle ist die Straße spiegelglatt. Wir machen Heizung an. Moment, wir bringen Sie mal zum Rettungswagen. Zum Streifenwagen. Ist unterwegs. Ich denke, wegen eingeklemmter Person wird auch die Feuerwehr kommen. Polizist Martin Schulze kümmert sich um die Frau, bis der Notarzt da ist. Einer der Ersthelfer war Zeuge des Unfalls. Ich habe nur gesehen, dass diese Leitung, Linkskurve, ja. Dass sie dann hier ins Schleudern kam und dann links hier rüber in das Waldstück reingeschleudert ist. Wir sind ins Rutschen gerade. Hinterm Baum oder vorm Baum? Genau hier so. Da, wo die Schneise ist, wo wir eben auch gerade reingegangen sind. Genau, ne? Wo Ihr Kollege da reingegangen ist. Ja, alles klar. Also genau die Lücke getroffen. Liegt bei Martin drin. Der wird jetzt gerade eben schlecht, sie ist zusammengesackt. Wird das nochmal blässer? Offenbar hat die Frau doch größere innere Verletzungen. Ja, nicht besonders gut, ist gerade zusammengeklappt im Streifenwagen. Jetzt sind die Rettungssanitäter von der Feuerwehr sind dran. Ich warte jetzt auf den Rettungsdienst. Wird wahrscheinlich gerade ein Zugang gelegt und dann müssen wir mal schauen. Ja, habt ihr die Straße gesehen über Friedener Nässe? Das ist richtig glatt geworden hier an der Stelle. Da hätten wir auch vielleicht auch Schwierigkeiten bekommen gleich. Also das ist schon heftig, das ist die Gefahr dabei. Sonne, alles ist nass und dann friert das, Sonne ist weg und dann wird er sofort spiegelglatt hier. Inzwischen ist der Rettungswagen da. Polizist Martin Schulze übergibt die Patientin an die Sanitäter.
Die versuchen, die Frau zu stabilisieren. Wurde jetzt noch ein Rettungshubschrauber nachbestellt für den Notarzt. Müssen wir mal gucken, wo wir den hier runterholen. Vermutlich hier vorne irgendwo. Müssen wir mal schauen, wo wir Platz für kriegen für den Hubschrauber. Rettungshubschrauber Christoph 30 kommt aus Wolfenbüttel. Das sind 40 Kilometer Luftlinie. Christoph 30 gelandet. Helfer haben indessen den Ehemann der verunglückten Frau erreicht. Ihre Frau wird gerade behandelt. Ja. Ihr Wagen steht da vorne. Die Frau ist dann umgekommen. Gekommen von der Fahrbahn. Extreme Glätte, wie Sie merken, hier vorne. Und dann ist sie da. Auto interessiert mich genau. Nicht so. Genau. Wir gucken mal kurz. Ich frage den mal, wo wir mal ran können. Die Ehefrau hat Verletzungen im Bauch. Es besteht aber keine Lebensgefahr. Die 38-Jährige muss zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus Wolfenbüttel. Dafür wird der Helikopter knapp 10 Minuten brauchen. Der Wagen der Unfallfahrerin verfehlte nur um wenige Zentimeter einen Baum. Genau so ein Unfall kann auch tödlich ausgehen. Dann ist es natürlich ganz, ganz bitter und ganz, ganz schlimm und traurig. So hat sie echt Glück gehabt. Da kann man sagen, toi, toi, toi. Am Rodelhaus sind die ersten Gäste da. Heute gibt es Kinderpunsch nur aus der Thermoskanne. Über Nacht ist die Maschine im Kiosk kaputt gegangen. Jetzt wird improvisiert. Chefin Judith Bothe muss noch los, um frische Eier und Käse für ihr Restaurant zu holen. Ihr Lager ist klein und niemand liefert ihr im Winter Waren auf den Berg. Erst recht nicht, wenn alles eingeschneit ist. Die meiste Ware im Rudelhaus bekomme ich von kleinen Höfen. Und da bin ich froh, dass sie überhaupt hier nach Braunlage kommen und mir die Sachen schon bringen. Aber es darf halt definitiv überhaupt keiner hier durch den Wald fahren. Die Straßen sind eben gesperrt. Und das Rodelhaus ist auch eben an den meisten Tagen im Winter gar nicht anfahrbar. Also man braucht dann halt, ja, so wie wir, wenigstens so einen Allradlader oder sowas. Sonst, hier sieht man ja schon, hier wird es sonst ein bisschen kribbelig, hier durchzukommen. Judith Bothe hat eine Sondergenehmigung. Nur sie und die Mitarbeiter des Rodelhauses dürfen im Winter über die verschneiten Wege ins Tal fahren. Der Lieferant wartet schon. Helmut! Hi, grüß dich! Oh. Na? Schönstes Wetter, wa? Oh, oder? Super, oder? Deswegen müssen wir uns ein bisschen sputen. Ja, auf geht's. Rodelbahn ist schon, ja, füllt sich schon. Okay. Die Extrawege durch den Schnee nimmt Judith Bothe gern in Kauf. Sie legt Wert auf gute Lebensmittel in ihrer Küche. Ach, Käse. So ein Käse. Guck mal. Super. Milch und Quark kommt auch von einem Demeter-Betrieb. Und das ist für mich eigentlich das oberste Ziel, dass die tierischen Produkte von Tieren stammen, die wirklich ein glückliches und zufriedenes Leben führen dürfen. Quer durch den Wald geht es 4 Kilometer zurück auf den Berg. Dort warten bereits Judith Bothes Mitarbeiter. Die kommen gerade mit einem Großeinkauf aus dem Supermarkt. Mitten auf dem Berg bestimmt das Wetter die Menge des Einkaufs. Bei Schnee und Sonnenschein ist der Umsatz im Restaurant und Kiosk deutlich größer. Ja, also da kann man schon froh sein, dass hier gerade ein paar Mann am Start sind, ne? An besucherreichen Tagen muss das Team täglich einkaufen fahren. Sahne. 36 Liter Kokosmilch für den, ungefähr für den Eintopf. Die Bäckerei, denn wie vorhin schon mal gesagt, ihr habt 50 Kilo Kartoffeln ungefähr für Bratkartoffeln. Und das ist schon, ja, Currywürste, so 100 Stück mit Muss. Die Küchencrew rechnet mit vielen hungrigen Gästen. Und das andere kann man so eigentlich gar nicht. Das darf nicht passieren. Was? Dass die Küche leer läuft. Dass wir nichts zu essen haben, das darf nicht passieren. Das sind ja die Tage, wo wir unser Geld verdienen müssen für das ganze Jahr. Ne? Jetzt auch. Inzwischen ist es 11 Uhr am Vormittag. Gleich geht im Rodelhaus am Wurmberg das große Mittagsgeschäft los. Ortswechsel.
In Hahnenklee ist die Familienabfahrt voll. Skifans stürmen die Pisten. Seit dem Morgen sind die Retter der Bergwacht in Bereitschaft. Es dauert nicht lange, da kommt der erste Schneealarm. Ein Mädchen ist gestürzt. Dabei hat sich die scharfe Kante des Skis in ihr Bein gebohrt. Die 10-Jährige ist mit Papa und Bruder extra aus Lüneburg zum Skifahren gekommen. Die Sanitäter Thorsten Giesecke und Sebastian Radke versorgen das Mädchen. Mit dem Rettungsschlitten kommt das Kind ins Tal. Der Ski ist so rübergelaufen und dadurch hat sich eine ordentliche Schnittverletzung zugezogen, was genäht werden muss. Also schon tiefer. Ja. Das Mädchen hat Schmerzen. Die Pistenretter versuchen, die 10-Jährige zu beruhigen. Hier packt mich hier oben mal zu, weißt du genau. Guck mal, jetzt kannst du wieder gucken. Wenn wir gleich fahren, dann spritzt so ein bisschen Schnee nach hinten. Das ist wie so ein Dach, okay? Bist du bereit? Starten wir, ja? Die Retter haben den Krankenwagen schon alarmiert. Der wird das Mädchen in die Klinik fahren. Dort wird die Wunde genäht. 1600 Menschen bringen die Lifte pro Stunde auf den Berg. Pistenchef Uwe Hartwig ist zur Rodelbahn gerufen worden. Dort ist für Skifahrer gesperrt. Hier ist nur für Rodler. Okay. Das ist so abgesprochen, weil unsere Rodelbahn nicht ganz so gut ist. Gut, dann müssen wir auf die Ergebnisse. Müssen wir gucken, jetzt, so wie es noch ein bisschen mehr Naturschnee gibt für die Rodelbahn, dann können wir wieder umswitchen. Alles klar. Ja? Gut. Okay, danke schön. Vor der Kasse der Talstation in Hahnenklee wird die Schlange immer länger. Spaziergänger, Rodler, Skifahrer. Alle wollen mit der Kabinenbahn auf den Berg. Wir sind gestern schon einmal hochgelaufen, weil die Schlange zu lang war. Wir sind eine Stunde hochgelaufen. Aber die Kinder konnten gut schlafen gestern. Aber hätten wir es vorher gewusst, dass wir so lange hier stehen, wären wir heute auch wieder hochgelaufen. Hat man mehr von. Ja, von meinem Urlaub eine Dreiviertelstunde stehen. Macht Spaß. Ja. Euch mit der Kleinen. Hier ist sehr voll bei uns. Ja, bei uns auch. Ich bringe was rüber. Notruf vom Sessellift. Uwe Hartwig muss jetzt fast überall gleichzeitig sein. Brauchen Wechselgeld. Die Kasse braucht Wechselgeld. Ob am Imbiss oder an den Liften, überall ist es voll. Diesen Schneetag will keiner verpassen. Mit 15.000 Besuchern rechnet Hartwig heute hier in Hahnenklee. Es wird erst ruhig, wenn um 17 Uhr die Lifte schließen. Maria, Maria, die Rettung naht. Maria, dein Wechselgeld. Attacke. Ja, ja, durchhalten. Ja, natürlich. Wie immer. Alles klar. Chaka. Cool. Bis dann. Ciao. Im Oberharz staut es sich inzwischen auf allen Zufahrtsstraßen. Doch noch immer kommen Tagesgäste. Reguläre Parkplätze gibt es nicht mehr. Die haben sie komplett zugemacht. Torfhaus besetzt, zack, da geht gar nichts mehr. Die Autos parken inzwischen direkt auf der Fahrbahn. Eine Straße hat die Polizei schon sperren müssen. Das Parken ist hier eigentlich nicht erlaubt. Vorfahrtsstraße außerhalb geschlossener Ortschaften. Dadurch wird es natürlich extrem eng sofort. Und jetzt wir mit dem Streifenwagen haben selbst Schwierigkeiten, hier noch durchzukommen. Busse passen gar nicht mehr durch. Man kann das Chaos nur noch verwalten. Das sind so viele Menschen, die hier reindrücken. Guck mal, wer da hier vorne geparkt hat. Steht der hier im Schneeberg? Guck dir das mal an. Ich hoffe, der hat Allrad. Die kommen ja auch nicht raus, wa? Ich guck mal ganz kurz, ob sie Hilfe brauchen. Die Frage ist, was mit dem Reifen da passiert. Hallo? Hallo. Du hast mal wieder festgefahren, ne? Mal wieder? Na, oder mal wieder? Nee, zum ersten Mal, ja. Mit dem Silbernen, ja? Ja. Haben sie eine Abschleppöse? Haben sie eine Öse da? Eine Öse müsste ich da haben, ja. Wir retten den mal kurz. Eigentlich hatte sich der Mann auf einen schönen Ausflug gefreut. Ja, ich habe das unterschätzt hier, ne? Ja. Was heißt das? Man ist ja Norddeutscher, ne? Man ist gar nicht mehr gewohnt hier, ne? Wir stecken fest jetzt, oder? Ja, ja, genau. Ja. Fahr mal langsam vor. Und jetzt fahren. Sie fahren, ja? Ja, ja, ja. Geben Sie Gas? Ja, ja. Bei all der Aufregung hat der Autofahrer vergessen, die Handbremse zu lösen.
Reicht, 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 Marcel. Bitte nicht mehr in den Schnee fahren. An Winterwochenenden gibt es fast dreimal mehr Einsätze als sonst, schätzt Polizist Martin Schulze. Mit dem hohen Schnee, da brauchst du schon Allrad und wirklich gute Reifen, um da wieder rauszukommen. Ne? Der Steckenbleiber fährt nach Hause. Der hat keinen Bock mehr. Am Rodelhaus Braunlage ist die Stimmung der Touristen dagegen ausgelassen. Es ist Mittagszeit am Berg. Rund um die Gaststätte nahe der Mittelstation gibt es kaum noch ein freies Plätzchen. Am Kiosk heißt es warten. Seit 110 Jahren gibt es das Rodelhaus jetzt. Judith Bothe ist seit 11 Jahren die Chefin. So, Entschuldigung, hallo. Einmal wichtiger Nachschub. Hallo, hallo. Hallo. Wir stehen schon ziemlich weit vorne, sind gut dran. Schwerti, die Rettung in der Not. Vielen Dank. Auf das schöne Wetter und einen schönen Urlaub. Naja, das ist Stress, aber das sind die Geschäfte, die so wichtig sind für uns. Und wir freuen uns einfach, dass die Gäste Braunlage den Harz und den Winter so gut annehmen. Das ist wirklich wichtig für uns. Und es ist doch ein tolles Klima. Alle noch entspannt, stellen sich artig an. Sehr schön. Im Restaurant reicht die Gästeschlange bis nach draußen. Drinnen sind alle Sitzplätze belegt. Um die Mittagszeit wollen sich alle aufwärmen. Essen habt ihr schon gewählt? Es ist so voll, dass Judith Bothe reagieren muss. Ja, wir müssen jetzt absperren, weil wir erstmal voll sind. Wir lassen immer temporär dann die Leute wieder rein, wenn ein Tisch frei wird. Wie viel sind Sie jetzt als Nächste? Vier. Alles klar, ich gehe mal gucken. Wenn Sie ganz gemütlich sitzen, könnten Sie gleich ums Eck kommen. Wir sitzen gerne ganz gemütlich. Dann bitteschön. Und dann lasse ich die zauberhaften Herren hier gleich wieder raus. Wir müssen einfach sehen, dass wir hier diesen kleinen Flur, den wir haben, den müssen wir frei halten, damit eben wir als Bedienung hier auch laufen können. Sonst geht gar nichts mehr. Ne? In der Küche gehen Bratkartoffeln, Sülze und Pommes im Minutentakt raus. 100 Burger verkaufen sie an einem Tag wie heute. Die Küchencrew kommt mächtig ins Schwitzen. Mehrere hundert Gäste werden es am Ende des Tages sein. Es wäre super, wenn ihr mir die, die Essen von 14 ein bisschen vorziehen könnt, weil das ist die Skitruppe, wo die anderen schon essen. Küche macht mit, ja? Küche macht mit. Das ist super. Vor dem Stress ist nach dem Stress und andersrum. Und das wird sich jetzt auch noch bestimmt 6-7 Wochen so fortführen. Also die Wochenenden jetzt werden, da müssen wir richtig Schmackes machen und uns ins Zeug legen. Ob im Rodelhaus, auf der Skipiste oder der Straße. Wenn der Wetterbericht stimmt, kommt alles zusammen. Tausende Touristen, die Spaß und Erholung suchen. Und richtig viel Arbeit für die Menschen, die das Vergnügen erst möglich machen. Dann ist Schneealarm im Harz.